Mein Name ist Daniel Kremers. Ich bin Professor für Informatik hier an der TU München. Mein Forschungsschwerpunkt ist der Bereich künstliche Intelligenz und insbesondere das Thema Bildverarbeitung, Englisch Computer Vision. Eines der Themen in diesem Bereich ist die Rekonstruktion der Welt aus Fotos und Videos. Wie man an diesem Beispiel schön sehen kann, können wir Verfahren entwickeln, die auf Knopfdruck ganze Kopien von Menschen generieren. Wie hier zum Beispiel. Das ist der Präsident der TU München, Professor Hofmann. Auch seinen Vorgänger haben wir eingescannt, der Präsident Herrmann. Oder auch unseren Ministerpräsidenten Markus Söder haben wir auch eingescannt. Also irgendwann haben wir die ganze Welt versucht, hier im Computer zu reproduzieren. Ja, und darum geht es insgesamt in unserer Forschung einfach darum, die Welt nicht nur Menschen, sondern dann auch Räume, Städte, Gebäude, Häuser in 3D zu rekonstruieren, zu erfassen, dahingehend, dass man etwas konstruiert, was heute oft als digitaler Zwilling bezeichnet wird. Das geht letztlich einher damit, dass man der Maschine eine Möglichkeit gibt, die Welt zu verstehen, so ähnlich wie wir Menschen sie verstehen. Ganz anderer Bereich ist der Bereich selbstfahrende Autos. Ein Thema, was aktuell sehr virulent ist und viel erforscht wird und eine der größten Herausforderungen, das ist vielen Leuten gar nicht klar. Die Herausforderung beim selbstfahrenden Auto ist nicht so sehr, das Auto zu lenken, zu bremsen und Gas zu geben. Das funktioniert alles, ja. Die Herausforderung ist, dem Auto die Fähigkeit zu geben, die Welt vor dem Auto und um das Auto herum zu verstehen. Gerade die Erfassung der Welt in Echtzeit ist ganz wichtig für selbstfahrende Autos, aber natürlich auch für selbstfliegende Drohnen. Ja, dass die in Echtzeit die Welt um sich herum erfassen, Hindernissen ausweichen und sie ihren Weg in der Welt finden. Das ist ein 3D-Drucker und der druckt jetzt verschiedene Bauteile und da sieht man, wie der Kopf rumfährt und quasi schichtweise das 3D-Objekt im Drucker entsteht. Ein weiterer Bereich, wo die 3D-Rekonstruktion wichtig wird, ist das Erhalten historischer Denkmäler und Strukturen. Das können zum Beispiel, ein ganz berühmtes Beispiel sind die Bamiyan-Statuen in Afghanistan, die damals weggesprengt wurden und wo es möglich war, aufgrund von alten Fotografien, diese Statuen im Computer zu rekonstruieren. Und man kann nicht nur die 3D-Struktur von Objekten erfassen, so wie hier, sondern man kann auch die Beleuchtungseigenschaften des Objektes rekonstruieren. Das ist auch etwas, woran wir sehr viel arbeiten und wo wir gerade eine aktuelle Arbeit jetzt haben auf der CBPR. Das ist die große nationale, die größte internationale Tagung in dem Feld. Und auf dieser Tagung stellen wir ein Verfahren vor, was nochmal genauer und präziser die 3D-Struktur erfasst.